der ist richtig genervt hinter uns, schon eine kleine Schlange. Was hat denn der Zitronen jetzt? Ich weiß gar nicht, was der hat. Piep, 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 piep. Dann bin ich mir doch ein bisschen schlecht von der Pizza vom Tischweiger. Also ich muss ja sagen, du hörst dich immer ziemlich schnell an, ne? Ja, ich bin auf dem ersten Gang. Piss dich. Geh weg. Das lenkt ja voll vom Verkehr ab. Ich möchte deinen Ständer ausklappen, mein Kleiner. Die GoPro läuft. Bitte. Die Motorräder auch. Bitte. Und ich sage, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Opala. Und heute... ein bisschen viel Gas. Heute aus dem wunderschönen Hamburg. So sieht's aus. Mhm. Und wohin fahren wir heute, Christopher? Auf die Kirmes. Auf die Kirmes und zwar auf den Hamburger Dom. Und ich war noch nie da und ich muss dir sagen, ich bin ein bisschen excited. Ja, das darf auch gerne sein. Ich liebe Achterbahn. Oh, guck mal, ein Wuffi. Oh, hallo. Sollen wir den verrückt machen, dass er die ganze Heckscheibe ableckt? So ein Leckerli mit so einer Wurst. Ja, mit so einer Wurst. Das war auch richtig geil. Und wir haben eine Challenge für heute. Und zwar heißt die Challenge, halten Sie sich an die angegebene Höchstgeschwindigkeit. Hast du schon ein Schild gesehen? Ja, habe ich gerade. Schon 70 drauf. Wir sind jetzt schon zu schnell. Guck mal, der BMW, der... Der BMW überholt uns einfach wieder. Ja, rechts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich glaube, du darfst auch rechts überholen, solange du nicht über 180... Ich fahr, 180 nee, 70 fährst, stand da. Na, das geht ja schon gut los. Ja, ja, ich fahre ja unter 70, du nicht? Nee, ich fahre genau 70. Ja, ich glaube, so fahr mein Tacho auch 70. Ich glaube, dein Tacho ist kaputt, oder meiner ist kaputt? Ja, eindeutig deiner. Eindeutig deiner. An meiner Maschine ist nichts kaputt. Hier funktioniert, aber ich bin viel zu schnell, Christopher. Wieso? Hier sind 70, ich fahre, jetzt fahre ich 70. Ja, hier auch wieder. Oh nein, da vorne kommt ein 50er-Schild. Oh, da müssen wir wohl Motorbremse machen. Oh nein. 50. Ich gehe mal lieber auf die rechte Spur. Ja, ich auch. So. Du bist viel zu schnell. Ja, also mein Tacho ist ein bisschen älter als deiner. Bei mir ist so ein Radl auf einer 50. Boah, der Mini ist bedrohlich nah. Ja, weil du auch einfach nicht schneller fährst. Ich werde auch nicht schneller, der ist mir egal. Juhu. Der ist richtig genervt hinter uns, schon eine kleine Schlange. Oh, ja, tut mir leid, aber wir sind halt 50. Ich halte mich an die Verkehrsregeln. Ja, so sieht es nämlich aus. Ja, wenn hier 50 sind, kann ich hier nichts dafür. Ich habe das Schild da nicht hingestellt. Ich auch nicht. Also. Ja, also ich finde ja sowieso, die sympathischen Schilder sind diese weißen mit so einem Kreis, ja, wo so drei Streifen durch. So drei schwarze Streifen, ja. Genau, das sind die schönsten Schilder von allen. Ja, die liebe ich auch, ja. Ja, das sind die besten. Ja, der ist richtig genervt hinter mir. Boah, hinter uns ist es richtig dunkel. Ich glaube, da kommt gleich richtig ein Regen noch runter. Ja, aber naja, von da kommen wir ja gerade. Ja, eben. Wir fahren ja vom Regen weg in die Sonne, wie man sieht. Mit unserer neuen Wetter-App. Pass auf, nicht so schnell. Oh ja. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Wir können die App mal empfehlen. Der Christoph hat mir eine richtig gute Wetter-App empfohlen. Die heißt, wie heißt sie? Warnwetter. Warnwetter vom Deutschen Wetterdienst. Und das ist eine richtig gute App, wenn ihr mal gucken wollt, wo die Regenwolken hinziehen und so. Und da gibt es ein richtig cooles Regenradar, auch mit Prognose und so. Richtig coole Wetter-App. Wenn man nach Hamburg fährt, lernt man immer neue tolle Sachen kennen. Auch unter anderem auch tolle Wetter-Apps. Oder den Dom gleich. Oder gleich den Dom. Oder heute zum Beispiel waren wir in der Pizzeria von, haltet euch fest, Till Schweiger. Und wer stand vor der Tür und hat uns persönlich seine Pizza Margherita ans Herz gelegt? Na? Till Schweiger himself. Ich raste aus. Aber ich muss sagen, die Pizza, die war echt gut. Pizza war mega. Also man kann von Till Schweiger erhalten, was man will, aber seine Pizza hat er echt gut gebacken. Ja, da hat er nicht gefunkert. Nee, hat er gut gemacht. Ich fand die Pizza besser als seine Filme. Also Christopher. Hab ich nicht gesagt. Das hast du gerade laut gesagt. Ganz laut? Das hören tausende Zuschauer. Oh je. Oh, das ist 80er Schild. Und was ist, wenn Till Schweiger mir folgt? Ja, aber erst ab dem 80er Schild darf man noch 80 fahren. Ja, na gut. Was hat denn der Zitronen jetzt? Ich weiß gar nicht, was der hat.
Oh. Nicht so schnell, nicht so schnell. Ja, 80 sind erlaubt. Fahr ich auch. Ja, ich es auch. Gibt keine Regel, wo drin steht, wie schnell man beschleunigen darf. Auf ja, 80. Da ist deine Ampel richtig Kickdown. Ich darf auch so schnell, wie ich möchte, auf 50 beschleunigen innerorts. Ja, ist ja nicht verboten. Boah, ich fahr zu langsam. Ja, ich auch. Was ist denn da los? Oha. Aber der Mini ist bleibt hinter uns. Der fühlt sich irgendwie doch geborgen. Ja, der findet das gut. Ja. Vielleicht hat er schon zu viele Punkte in Flensburg gesammelt mit seiner Rennkarre. Glaube ich auch. All die Tage, die ich jetzt hier war, hat es jeden Tag geregnet und ich bin jeden Tag richtig nass geworden. Aber zu Protokoll muss man legen, dass ich jetzt hier oben in Hamburg war und dass ihr am Zug seid, jetzt runterzukommen. Ne? Ja, als nächstes sind wir in Köln. Ja. Und der Christopher, wenn er Motorrad fährt, hat er immer seine Kappe hinten dran. Man denkt auch mal, die verliert der, aber die hält erstaunlich gut. Ja, ich habe tatsächlich schon mal eine Käppi hinten drauf verloren. Nein. Ja, ich war sehr traurig. 60? Das war zum Glück nicht meine. 60? Ja, aber wir fahren doch 60. Aber pass auf, vielleicht 50 hier. Ortsschild. Ja. Ortsschild hier, 50. Ja, viel zu schnell. Nee, 50 habe ich auf dem Tacho. Okay. Hier kommt auch ein Blitzer. Warum überholt der Mini uns nicht? Na, der ja, Mini, der hält sich auch gerne an die Regeln. Würde ich den Weg auch ohne dich finden? Ich glaube, ja. Ja? Soll ich vorfahren? Oh, das könnte auch in die Hose gehen. Hier ist ein Helmladen, ne? Nolan, Held, Dings. Ja, hier, der ist auch ganz cool. Also, die haben echt Ahnung von dem, was sie machen. Ah, das gibt's heutzutage nicht mehr so oft. Ich hatte bestimmt 55 drauf. Oh je. Oh, ich habe 53 drauf, um Gottes Willen. Oh, kommt da gleich ein Tunnel? Ja. Ja, da freue ich mich aber drauf. Aber nicht zu schnell in den Tunnel. Ach so, weil da Blitzer ist. Nee, weil da nee, was? Nee, weil wir uns an die Verkehrsregeln halten. Ja, na, stimmt. Also. Hast du das schon wieder vergessen, was? Ach so, ja stimmt, da war was. Aber wir können ja vorher einen Tick langsamer fahren und dann einfach beschleunigen im Tunnel. So mit 40 rein und 50 raus, weißt du? Das wäre legal. Das wäre eigentlich legal, wir oder? Wir fahren gerade 40. Ja eben, und jetzt gibt man einmal Stopp auf 50. Im ersten Gang. 50. Oh, Stopp! Ja. Scheiße. So. Also ich muss ja sagen, du hörst dich immer ziemlich schnell an, ne? Ja, ich bin auch im ersten Gang. Das könnte eventuell daran liegen. Groß. Hallo? 50. Also du spinnst ja wohl ein bisschen. Ich mag die Stadt total gern, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, Hamburg ist ich find echt... Hamburg, ich würde hier auch total gern wohnen. Meine Uni ist genau da auf der anderen Seite, da hast du direkt einen Eingang. Lass doch da parken. Verpiss dich. Geh weg. Fick dich, ey. Das ist grün. Du kommen Arsch. Sie doch. Warum fahre ich auch die ganze Zeit links, wenn ich weiß, dass du sowas machst? So, ah, hier. Rotor ist doch, wo die Motorräder drin fahren, oder? In diesem Ding, in diesem Kreisel. Das kann sein, das habe ich noch nie gesehen. Na klar. Lass uns da mitmachen. Du mit deiner, oder was? Nee, stimmt gar nicht, das ist anderes. Mit Timelapse und lustiger Musik. So irgendwie so eine Clownsmusik, so dieses... Also, Musiken bin ich ja... Du bist eine solche... Mimi bist du. Komm mal her. Oder willst du meinen Ständer ausklappen? Ich möchte deinen Ständer ausklappen, mein Kleiner. Komm her. Oh Gott. Soll ich dir mal einen echten Hasen zeigen, oder was? Oh Gott. In lustiger Musik raussuchen bin ich übrigens King. Ja, das habe ich schon gemerkt. Also wenn ihr mal eine bescheuerte Musik braucht für ein Video oder einfach, wenn ihr mal schlechte Laune habt, dann könnt ihr mich anschreiben. Ich schicke euch ganz viele lustige Musiken. Dir ist schon klar, dass der Dom jetzt ungefähr 5 Kilometer hinter uns ist. Guck mal. Oh, das ist aber ein... Das sieht aber cool aus. Das ist aber ein Hightech-LKW hier, ne? Der hat da eine richtige Wall drauf. Guck mal, das lenkt ja voll vom Verkehr ab. Das ist ja der Wahnsinn. Links ist ein Fotoautomat, Christopher. Nee. Pass mal auf, da kann man sich reinsetzen. Er macht Fotos von einem, alles kommt. Der macht das noch ganz cool. Altmodisch mit Film. Der entwickelt das, weil ich war letztens mit einem Arbeitskollegen hier und uns reingesetzt haben, ein lustiges Bild gemacht. Dann hat das 5 Minuten gedauert. Und dann kam der Typ, der das Ding wartet und hat gesagt, ja, hier, das ist übrigens noch einer der letzten Automaten, die einen richtigen Film drin haben, wo der Film automatisiert entwickelt wird. Mit richtigen Fotobud und so. Okay. Richtig cool, ohne Scheiß. Oh, hier riecht's schon nach Kirmes. Ich raste aus. Dann bin ich mir doch ein bisschen schlecht von der Pizza vom Til Schweiger. Die Anzeige ist raus.
Hier beim Fahrradständer. Wir haben ja auch zwei Räder, weißt du, wie ich meine? Ja, eben. Ich stelle den Elektroroller weg und dann kommt mein Bike dahin. So, Achtung. Ja, super. Das darf hier nicht stehen. Oh je. So. Finger weg. Die Tankleuchte leuchtet. Piep, 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 piep. Danke. Im Baum. Vielen Dank. Alles klar. Ja, Leute, das war mein heutiger Vlog mit dem Herrn Palo in Hamburg. Und jetzt gehen wir schön bei sonnigem Wetter über den Hamburger Dom. Und dann würde ich sagen, lasst einen Daumen da, abonniert, kommentiert und habt einen schönen Tag. Ciao. Ciao, Bella.